Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier ist für Sie hier 93 Stufen mit der nächsten Ausgabe von Resident Evil Quatsch. Im letzten Teil haben wir die beiden Hauptmissionen durchgestanden. Einmal mit der Jill, einmal mit dem Leon. Diese Story ist abgeschlossen. Aber wir haben ja noch die Alpha-Missionen. Es heißt zwar Alpha-Missionen Singular, da haben Sie recht. Aber ich habe bereits gesehen, dass es zwei Missionen gibt, die etwas anderes von dieser Geschichte offenbaren werden. Aus verschiedenen Blickwinkeln, kann man so sagen, ja. Und genauso wie im Spiel ein Virus ausgebrochen ist, ist auch bei mir ein Virus ausgebrochen. Der ganz gemeine Schnupfenvirus, ja. Meine Nase ist zu. Der Hals ein bisschen verstopft, das Herz ist aber offen, da können wir doch aufs Beste hoffen, oder? Ja, ist ja nichts Neues. Ich und verschnupft sein, das ist meine Dauerkrankheit. Einmal hier einen blöden Zug abbekommen, also nicht hier dem Zug im Sinne von Fahrzeug, sondern Luftzug, weil dieses Wetter draußen, das ist immer hier warm, mal kalt, mal ist es regnerisch, mal ist die Sonne da. Da weiß man ja nie, was man zu tun hat. Hä? Moment. Bitte was? Ich brauche ein Passwort für die Alpha-Mission. Moment mal, da habe ich mir doch was aufgeschrieben. Da waren doch Passwörter gewesen. Sind davon zwei für die Alpha-Mission gedacht? Da schauen wir doch mal. Vielleicht Virus. Ah ne, da muss ich es ja angeben. Weil sonst wüsste ich nicht, woher ich die Passwörter wissen sollte für die Alpha-Missionen. Virus. Falsches Passwort. Na, das ist ja blöd. Wenn ich jetzt nämlich nicht weiß, was das Passwort ist, wo so. Umbrella. Ich muss es hier eingeben, bin ich blöd. Falsches Passwort. Also, das ist ein bisschen blöd. Also, lieber Basti, wenn du gedacht, ich habe dir doch gesagt, dass ich das schon gemacht habe. Dass ich das Spiel durchgestanden habe, wenn du mir nicht die Passwörter gibst. Damit ich die Alpha-Mission machen kann, dann was soll ich dann tun? Birken, vielleicht, weil es charakterbezogene Missionen sind. Birken war doch, glaube ich, dieser Doktor gewesen, der hier am Virus geforscht hat. Birken? Ein falsches Passwort. Das ist bescheiden. Raccoon. Muss ich jetzt ernsthaft hier mit die Passwörter suchen, oder was? Wahrscheinlich hat man die bekommen, wenn man den besten Rang bekommen hat. Hä? Zwei Passwörter für jeweils eine Mission. Raccoon. Ja. Meine Damen und Herren. Kurze Unterbrechung, ich muss mir die Passwörter holen für die Mission. Aha. Lustig, tralala. Bis gleich. So, da bin ich wieder, meine Damen und Herren. Also, um das Passwort zu bekommen für die Missionen, muss man eine der beiden Missionen auf dem höchsten Rang abschließen. Das ist der S-Rang. Ich habe beide nur mit dem A-Rang abgeschlossen. Darauf war ich stolz, aber es war halt nicht gut genug gewesen. Gut. Also, jetzt habe ich die Info. Ich habe das Passwort. Raccoon ist es nicht. Also, das Passwort, darauf wäre ich nie gekommen. Es ist nämlich R-I-G-A-M-826. Das hat sicher auch irgendeine Bedeutung, aber ich weiß nicht, welches. Und, ach, da ist es schon. Es geht weiter. Es war das richtige Passwort. Resident Evil, Quatsch, Alpha-Mission, Ende drücken, ach, schau, so ein anderer Modus. Hat da gerade jemand Klavier gespielt? Neues Spiel, spannend verlassen, schön, das ist ja fein, neues Spiel. Was jetzt, Strick, links, alt, rechts, Shift verlassen, also so muss ich den Level auswählen, dann fange ich mal links an und dann mache ich rechts weiter, also Strick ist links, halber mich suchen, starten. Ich werde versuchen, dass ich vielleicht jede Alpha-Mission in einem langen Part mache. Stars, Büro. Oder vielleicht kurz mehrere Parts. Ich guck mal. Ja, schön wäre ich mein Büro. Also die sind, glaube ich, eher kurz.
Soweit ich auch bei Basti gesehen habe, bei seinem Walkthrough-Video. Wobei, gut, ich bin der Tove, ich mache mehr, ich ziehe die Sachen in die Länge. Chris Redfield, den Namen habe ich gehört. Ich glaube, zuletzt hatte ich den gesehen, ich hatte mir mal ein Let's Play angeschaut von Resident Evil 7. Da ist der, glaube ich, am Ende nochmal gekommen. Das war so ein klassischer Charakter. Alles klar, der Bericht ist fertig. Ach genau, der Albert Wesker, das war ja der Verräter, den wir hier dann mit dem Granatwerfer hier erledigt haben. Gute Arbeit, Chris. Ich lese mir das durch und faxe es in die Chefetage. Wenn nichts weiter ansteht, würde ich gerne eine Pause machen. Nein. Mach Pause, Chris. Ich dachte schon, der sagt jetzt, nein, keine Pause für dich. Nee, nee, mach du ruhig Pause. Geh auf die Toilette. Danke, Sir. Achso, wir dürfen jetzt den Quiz spielen, alles klar. Können wir hier was lesen? Ne? Schönes Bild. Stars Petro. Porträt. Alpha und Bravo Team, 12. März 2003. Was ist los, Chris? Mach deine Pause. Ist das hier? Was ist mit dem TV los? Ach, da Enrico. Keine Ahnung. Krieg keinen Empfang rein. Funktioniert hier überhaupt was? Ja. Denn mein spanischer Akzent ist es schon mal nicht, der funktioniert. Läuft der Drucker wieder? Ich will es mal hoffen. Ansonsten landet das Gerät langsam auf dem Schrott. So Schraube für Schraube. Bing, bing, bing. Stück für Stück wird's weggeworfen. Kannst du mir mal Druckerpapier holen? Klar, kleinen Moment, Brad. Druckerpapier, was bin ich hier, die Sekretärin? In dem Schrank bewahren wir unsere Waffen und Aufrüstung auf. Auf. Ich kann heute nicht lesen. Druckerpapier aufgenommen, alles klar, was für eine Aufgabe. Ja, schau mich an, wenn ich mit dir rede. Okay, hörst du es, Brad. Danke dir. Dann werden wir das Gerät mal mit Blättern füttern und hoffen, dass es nicht wieder den Geist aufgibt. Tja, und wenn doch, muss die Chefetage mal einen neuen Drucker spendieren? Ganz genau, Chris. RPD Stars Büro, Wesker. Ja, ich notiere. Alles klar, ich gebe es sofort weiter. Ich vermute, das Spiel zu dem Zeitpunkt, als dann die Ereignisse in der Villa schon stattfinden? Alpha Team, Herrgott, ach nee, bin ich blöd. Alpha Team, das ist vor den Ereignissen, weil das ist ja das Alpha Team. Aber den Chris, haben wir die Leiche vom Chris gesehen? Ich glaube. Ja, doch, also ich war. Ach genau, der Pratt war derjenige, bei dem wir die Shotgun gefunden haben, bei dem der Kopf abgerissen worden ist. Der Enrico, den haben wir in der Kanalisation angetroffen. Den Chris? Ich glaube, vom Chris haben wir nichts gesehen. Die. Oh, wie hieß sie nochmal? Die eine bei den Krähen, die von Krähen zerhackt worden ist. Ich weiß den Namen nicht. Die hatten wir getroffen, also ihre Leiche zumindest, aber vom Chris. Hat der Chris etwa überlebt? Sehen wir das etwa? Oder wurde er ja von ihm schnell gemacht? Wie ihr wisst, geschehen derzeit unerklärliche Morde in Raccoon City. Wir haben endlich eine Spur. Wurde auch Zeit. Und wo? Startrand. Raccoon Forest, lautet unser Einsatzziel. Pratt, mach den Helikopterstart klar. Wir treffen uns in 10 Minuten auf dem Dach beim Helikopter und geh bitte einer zur Kantine. Da muss auch mal ein Komma und ein Punkt rein. Wir treffen uns in 10 Minuten auf dem Dach beim Helikopter. Und geh bitte einer zur Kantine Rebecca mitnehmen. Rebecca war der Name. Gut. Wird gemacht, Sir. Ich geh Rebecca holen. Chris, du übernimmst die Führung des Alpha-Teams. Ich gebe euch auf dem Dach genaue Instruktionen. Hol deine Ausrüstung und dann los. Verstanden, Sir. Nix hier mit Pause. Nicht mal hier einen Pillermann raus, um ein bisschen Wasser abzulassen. Beretta, also schnell die Pistole haben wir und die Pistolenmunition. Gut, alles bereit. Dann kann die entscheidende Testphase beginnen. T-Virus gegen Stars. Resident Evil Quatsch Alpha Mission. Wenn ich mich vorstellen darf, mein Name ist Albert Wesker. Mir musst du dich nicht vorstellen, du Bastard. Ich arbeite für die Umbrella Corporation als Abteilungsleiter für Forschung an einem streng geheimen Projekt. Dem T-Virus. Primärziel, totes Gewebe reanimieren.
Unsere Forschung wurde in einem Labor unterhalb eines Herrenhauses mitten im Raccoon Forest betrieben. In Zusammenarbeit mit Dr. William Birkin wurde die Forschung abgeschlossen. Fast. Ein finaler Schritt fehlte. Wir wollten den T-Virus an den Besten des RPD testen, den STARS. Spezialeinheit unter meinem Kommando. Sie wissen ja, wie das ist. Mit Geld ist der Mensch käuflich. Und somit wurde dem RPD Chief Irons eine hohe Summe gezahlt. Wirklich, Leute, die hier für Geld alles machen. Ja, schneidet mir den Pillemann ab, ich krieg ne Millionen. Was willst du damit machen? Bräute hier ans Land ziehen, vergiss es, wie willst du sie beglücken? Fragt mich jetzt nicht, wie ich auf dieses Beispiel komme. Doch selbst er wusste nicht all unsere Pläne. Unter meiner Leitung wurde STARS in zwei Teams aufgeteilt. Das Alpha und das Bravo-Team. Unter falschem Vorwand schickte ich zuerst Alpha zum Zielort. Sollten beide Teams am T-Virus scheitern, ist die Forschung vollendet. Wobei, heißt es jetzt dann, würde das heißen, Zielort Herrenhaus, heißt es dann, dass der T-Virus richtig gut ist? Oder dass die Teams einfach nur nicht gut genug sind? Ich meine, sie waren unter seinem Kommando, was würde das denn über ihn aussagen? Hä? Muss man Perspektiven vergleichen und probieren? Da fehlt Ketchup. Wahnsinn, was ein großes Haus. Geht es nur mir so oder findest du nicht auch die Sache merkwürdig? Ein großes Haus in Raccoon Forest, was ziemlich unbewohnt erscheint? Ja, das ist merkwürdig. Nicht nur das, die ganze Situation. Wir wurden im Wald abgesetzt von Pratt und dann bricht der Kontakt zu ihm ab. Dann laufen wir quer durch den Wald und finden dieses Haus, was nicht mal abgeschlossen ist. Du hast recht. Das ist mehr als fragwürdig. Und wo ist Rebecca? Keine Ahnung. Ihr Funkgerät ist aus. Wo steckt sie nur? Wir können uns hier ja mal umschauen. Ich habe keine Lust, ohne Plan durch den Wald zu rennen. Habt ihr vielleicht hier Brotkrumen zum Austeilen? Wobei, die Krähen würden es wahrscheinlich fressen. Oder euch die Hunde. Aufteilen. Du nimmst das obere Stockwerk und ich schaue mich hier unten um. Okay. Hoffentlich ist mein ungutes Gefühl nur eine Täuschung. Hoffentlich ist Rebecca nichts passiert. Darf ich abspeichern? Kann ich überhaupt was abspeichern? Habe ich Items? Ich habe keine Items. Ich habe eine Waffe. Okay, erstmal wegstecken. Phase untersuchen. Farbband, jawohl. Also, ich denke, einmal werde ich jetzt speichern, damit ich nämlich nicht alles nochmal machen muss. So, fangen wir wieder bei 1 an. So. Ich muss in das andere Stockwerk, okay. Ich darf dich mal unten in die Zimmer rein. Okay, ich bin bereit. Wenn ich mich erinnere, war die Rebecca ja hier gegangen. Und da hochgegangen. Rebecca! Hallo! Gehst du die Vögel füttern? Nein? Nix hier? Nix zu sehen? Naja, ich höre die Krähen schon von weitem kommen. Es ist Fütterungszeit. Wo sind die Menschlein? Ich will die Haut, ich will die Augen, ich will die Leber. Ich nehme die Zunge, schön garniert. Ein Auge ist eingraviert. Rebecca, mein Schatz, wo bist du? Abgeschlossen. Ja, die Haupttür ist offen, aber alles andere ist zu. Du bist mir auch lustig. Und jetzt gehen wir runter und der Enrico ist wahrscheinlich weg. Nee. Also ich muss wirklich oben, aber oben kann ich ja nichts machen. Außer natürlich in einem Zimmer ist noch was. Oder da hat sich wieder ein anderes Zimmer geöffnet, was vorher da gar nicht da war. Rebecca. Oh, wo ist meine süße Rebecca? Hep. Ist eine gute Frage, ob man hier eigentlich viel zu... Oh! Was ist denn dich? Eine Shotgun? Was macht denn die im Pflanzentopf? Ist das vielleicht... Ist das eine Shotgun-Pflanze, hä? Hat die schon wieder Früchte getragen? Ja, super! Hab ich ein Glück! So, jetzt habe ich die Waffe. Habe ich jetzt vielleicht was getriggert? Kommen jetzt die Zombies auf ihn los? Ah! Ha ha ha.
das aber jetzt gut. Wie beim richtigen Film, das ist, jetzt, ich hab, hey Leute, er hat die Waffe, los geht's, das ist der Sprich, das ist der Sprichwort, nee, der Stichwort. Was zum, wer sind Sie? Wohnen Sie in diesem Haus? Hey, still bleiben. Was ist mit Ihnen los? Ihr Gesicht. Wer zum Teufel sind Sie? Antworten Sie. Dem kann ich doch einfach ausweichen. Da kann ich Muni sparen. Nix da. Beweg dich. Beweg dich und ich bin weg. Vergieß es. Ich muss die Leiche untersuchen. Bitte was? Ich muss die Leiche untersuchen. Du sagst... Ich muss mir gerade die Augen putzen. Ich habe gelacht. Oh, vor Freude habe ich gelacht. Vor Freude habe ich geweint. Du sagst selber, das ist eine Leiche. Aha, eine laufende Leiche. Leiche untersuchen, natürlich. Silberschlüssel aufgenommen. Was ist mit ihm passiert? Irgendwas läuft hier. Ich muss zu Enrico. Irgendwas läuft hier. Ein falscher Film läuft hier. Jawohl. Tsch-tsch. Hallo? Nochmal Trombilein? Noch jemand, der hier auf einmal aus dem Schrank hüpfen möchte? Natürlich, Enrico ist weg. Enrico? Wo steckst du? Rebecca. Jetzt auch noch Enrico. Wo seid ihr nur? Ich schau mich weiter um. Natürlich, da, wo die Zombies auf dich warten, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ich bin weg. Silberschlüssel. Verwenden. Rein geht's. Jawohl. Ein Peak ist eingraviert. Gut. Wie viel Munition habe ich? 9 Schüsse. Das. Und die brauchen etwa 4 oder 5. Ist da noch einer? Also hier. Bitte! Diese elenden Zombies. Verdammt. Die Waffe klemmt. Verflucht. Bin ich jetzt tot? Speichern? Ach, wir dürfen wechseln. Jetzt wechseln wir zu Enrico oder zu Brad Raccoon Forest. Ach, da ist Rebecca Chambers. Wo bin ich? Oh nein, ich muss mich zu weit von den anderen entfernt haben. Das Funkgerät spinnt auch noch. Was mache ich jetzt? Wenn ich nur wüsste, wo ich lang gegangen bin. Habe ich eine Waffe? Ihr Bild kommt mir bekannt vor. Die sieht so ein bisschen aus wie die Melanie von Haunted Horror. Hä? War das so sagen, das... Medipack hat sie, sehr schön. Ist das irgendwie das... War das das vorherige Modell? Bevor die Melanie dann dann existiert hat? Was ist das? Ein Zug? Ich mag Züge. Gott sei Dank. Vielleicht kann ich dort Hilfe finden und Kontakt zum Alpha-Team aufnehmen. Ich muss dorthin. Zug? Wirklich Zug? Wo ist ein Zug? Ich sehe keinen Zug. Ach, da ist ein Zug. Ja. Umbrella Corporation. Kann ich rein? Wo geht's hier rein in den Zug? Ich zieh schon mal die Waffe. Alter, oh, da kommen wir hier hoch. Da kommen wir hier hoch. Hier an Haunted Horror Biohazard. Dieser verdammte Zug und das Zeitlimit. Zombies? Zombies? Keine Zombies? Nicht mal was zu mampfen da. Bin ich zu mampfen da? Oh, Heilkräuter. Schön. Fahrgasttoilette. Abgeschlossen. Ist besetzt. Ich bin gerade am Abseilen. Keiner hier. Und die Fahrertür ist abgeschlossen. Besser ich verschwinde. Dieser Zug ist mir unheimlich. Aussteigen für dieses Schätzchen. Was passiert hier jetzt? Achtung, Durchsage. Rote Arclay aktiviert. Automatische Verriegelung aktiviert. Machen Sie sich's bequem. Das wäre auch bei den Originalmissionen ganz cool gewesen, wenn es an bestimmten Stellen automatisch gespeichert hätte. Warum nicht? Was geschieht hier nur? Der Zug fährt. Wie von Zauberhand, es ist Hexerei. Aber wohin? Was bedeutet Arclay Root? Ich muss hier raus und irgendwie den verdammten Zug anhalten. Und was war das jetzt? Alpha, wo seid ihr nur? Zieh die Waffe. Kann ich jetzt hier rein? Nö. Wie viele Zombies sind da? Wie kann ich vorbeilaufen? Eins,
zwei, drei, drei, vier. Okay, an dir kann ich einfach vorbeilaufen. Komm, an dir kann ich vorbei. An dir komme ich vorbei. An dir komme ich vorbei. Eins, los, ich bin bereit. Eins, zwei, drei, vier. Ich muss warten, bis die Leiche weg ist. Eins, zwei, drei, vier. Nö. Ich gehe an dir vorbei, wenn du vorbei gehst. Jawohl. Den Trick habe ich gelernt. Eins, zwei, drei. Komm, put, put, put. Abgeschossen, verdammt nochmal. Kann ich hier durch? Abgeschossen. Eins, zwei, drei, vier. Hi. Ich habe keine Munition mehr, das ist doch bescheiden. Wieso habe ich keine Munition mehr? Minipack. Kann ich ihm jetzt mit dem Messer hier den Rest geben? Zack, zack. One hit, two hits, three hits. Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Also die Munition reicht auf gar keinen Fall, um alle Zombies zu erledigen. Das ist ein Problem. Wo gehe ich hin? Was geschieht hier nur? Okay, zieh die Waffe und dann geht's schon mal los. Eins, zwei, drei, vier. Der eine bleibt die Leiche da? Ich muss mir einen Schlüssel bei dem holen, richtig? Hä? Leiche untersuchen? Magazin? Aha! Eins, zwei, drei, vier. Wahrscheinlich muss ich doch alle Zombies töten, damit es weitergeht. Und der kleine Unterschied ist, ich muss die Leiche untersuchen. Eins, zwei, drei, vier. Gut, ich warte, bis ich das Weiß in seinen Augen sehe. Was ja jetzt alles ist. Okay, wie viele Schüsse habe ich noch? 20, ja, das reicht, um alle zu erledigen hier. Komm her. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jawohl. Und der nächste Strand. Pass mal auf hier. Eins, zwei, drei, drei, vier. Okay, an dir gehe ich erstmal vorbei. Aber wie ist sie damit denn noch ins Haus gekommen? Eins, zwei, drei, vier. Und? Also ich habe noch 7 Schüsse. Was mache ich jetzt? Muss ich einfach hier aussteigen? Abgeschossen, geht nicht. Abgeschossen, geht auch nicht. Hier ist auch abgeschossen. Gut, ich kann mich jetzt zumindest frei bewegen. Alle Zombies sind nämlich tot. Ach, da ist noch einer zum Untersuchen. Oder auch nicht. Wo geht's denn hier raus? Abgeschlossen? Abgeschlossen. Vielleicht jetzt auf der Toilette jemand. Vielleicht ist er fertig. Wer werde Spülung hören? Spülung hören, wissen wir's. Abgeschlossen. Übersehe ich wieder eine Tür. Abgeschlossen. Ich muss irgendwas verpassen. Ich muss irgendwas übersehen. Vielleicht unter, was unter den Tischen? Oder muss ich jetzt einfach warten, bis der Zug hier seine Route hier abgeschlossen hat? Das am Anfang sieht aus wie eine Kiste, aber ich kann nicht mit der interagieren, so wie es aussieht. Habe ich ein Item aufgenommen? Nö. Das war ja nur das Magazin. Abgeschlossen, bitte. Was? Ja, was? Wie geht's weiter hier? Irgendwas unter den Sitzen vielleicht? Ist das ein Schalter? Nein. Ja, eine Zugfahrt, die ist lustig, eine Zugfahrt, die ist schön. Da kann man währenddessen viele Zombies vorbeigehen sehen. Holla hi, holla do. Okay, ich drücke jetzt gerade alles an, um zu gucken, ob ich irgendwas finde. Aber es passiert nichts. Oder ist hier wieder hinter den Rohren was versteckt? Muss ich vielleicht die Fenster zerbrechen und dann einfach raushüpfen? Nichts zu sehen und nicht mal eine Reaktion auf die Untoten, die hier sich die Beine vertreten, ganz ehrlich. Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Abgeschlossen, damit ich sehr verdrossen.
Der einzige Raum... Doch, lass mich raten. Da liegt sicher irgendwo etwas. Aber weil mir da die eine Datei fehlt, wird es nicht angezeigt. Hä? Dass da eigentlich was glitzern sollte. Wahrscheinlich ganz am... Wahrscheinlich liegt in der ersten Kabine irgendwas und ich sehe es nicht, weil es auf dem Boden liegt. Da wette ich mit euch drum, dass da jetzt irgendein Schlüssel liegt für die Toilette. Aber ich klicke hier doch alles an. Aha! Da ist die Schlüsselkarte, verstehe. Und mit der Schlüsselkarte geht's weiter. Gut. Dürfe nicht vergessen, ich spiele mit einem kleinen Handicap. Dass ich hier die wichtigen Items nicht sehe. Dann hoffe ich, dass ich mit 7 Schüssen hier vorankomme. Gut, ich meine, sie wird ja so oder so tot enden. Das ist nicht vermeidbar. Aber den Zug müssen wir überleben. Schlüsselkarte verwenden für die Toilette. Was für ein... Das ist ja VIP... Wie sagt man? VIP-Toilette? Oh Gott, eine Leiche. Und die anderen Leichen, die laufen, haben die nicht erschreckt, oder was? Sieht aber merkwürdig aus. Es sei ja in irgendeiner Krankheit gestorben. Was ist mit ihm passiert? Ach, Moment. Hatte das Spiel vorgesehen, dass ich erst die Schlüsselkarte finde, in die Kabine gehe und dann die Zombies töte? Leiche untersuchen? Ja. UAL-Schlüssel aufgenommen. Ein Schlüssel. Wofür mag das sein? Für eine Tür. Achtung, Durchsage. Ziel Arclay erreicht. Automatische Verriegelung deaktiviert. Der Zug hat angehalten. Endlich. Ha, vielleicht fürs Führerhaus? Ich will raus hier. Okay, dann geh halt. Ach, jetzt sind wir bei diesem Labor angekommen, wo auch der Leon war. Wo bin ich hier gelandet? Was ist das? Eine Fabrik? Ich sollte mich dort umschauen. Irgendwo muss ich doch Hilfe finden. Ja, ich muss besonders ein bisschen Munition finden. Da oben sehe ich zwar Kräuter, aber wenn ich keine Zombies töten kann, dann überlebe ich das nicht lange. Keine Kräuter, keine Kräuter. Ah, da wäre der Schlüssel. Gut, sind hier Zombies. Autsch, autsch, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Munition? Ja, ich brauche Frames. Ich habe Frameanbrüche. Ach, du liebes bisschen. Ich bin fast tot. 1, 2, 3, 4. Okay, den einen wollte ich jetzt eigentlich nicht töten, aber zum Glück habe ich jetzt wieder Munition zurück. Das heißt, ich werde ein bisschen weiterleben können. Frachtraum. Na, wenn da nicht was drin ist. Ja, Zombies zum Beispiel. 1, 2, 3, 4. Okay, okay, okay. Ich werde es irgendwie übersehen. 9 Schüsse. Könnten noch klappen. Ich weiß aber nicht, wie viel auf mich wartet. Puh, wenn ich das mal gewusst hätte. Noch mehr Zombies. Ach, Munition. Also den muss ich auf jeden Fall töten, ansonsten komme ich nämlich nicht an die Munition. Ich bin weg. Gib mir die Muni. Meine Muni. Hat die hier einen Hüpfer gemacht? Komm her. Put, put. Und ich bin weg. Ich bin weg. Ruhig. Na super. 1, 2, 3, 4. Ich dachte, das wäre wieder am Boden, aber nein, das Gitter, das steht in der Höhe. Ist hier noch was zu finden? Versorgungsraum. Oh, da finde ich doch sicher was. Minipacks zum Beispiel. Ah, oder noch ein Zombie. Und was zum Speichern. Komm her. 1, 2, 3, 4. Kritisch, wunderbar. Puh, mit Munition wird hier zumindest nicht hier. Ein Schlüssel, wunderbar. Mit Munition wird hier nicht gespart. Sehr schön. Kann ich speichern? Fahrband. Ich habe kein Fahrband. Wo soll ich ein Fahrband finden? Soll ich das mir hier aus dem Hintern ziehen oder was? Okay. Dankeschön für die Fahrbänder. Du möchtest was, Schuvo? Bitteschön, du hast doch schon gefragt. Hui.
Ich glaube nicht, dass ich das überleben werde. Ich habe keine Heil-Items mehr. Ich habe zwar 33 Schüsse, aber ich kann mich nicht heilen. Naja. Probieren wir unser Bestes. Mit wir meine ich ich. Da bin ich zumindest richtig gegangen. Und dafür brauche ich wahrscheinlich schon Schüsse, oder? Elektronisch verschlossen. Pff. Okay, da waren noch Zombies gewesen. 1, 2, 3, 4. Autsch. Hä? Das ist der Schlüssel für die Tür. Jawohl. Und Zombies, natürlich. 1, 2, 3, 4. Und vorbei bin ich. Vorbei. Kontrollraum. Bitte keine Zombies mehr. Puh, Heilkräuter, sehr schön. Ich bin nämlich noch fast tot. Puh. Bitte das, was im Schrank drin sein. Farbänder, ja. Magazin, jawohl, komm. Medipack? Computer benutzen? Nö, erstmal speichern. So, Computer benutzen, natürlich. Auswahl, Entriegelung für die Tür, wunderbar. Geht's hier auch weiter? Wer bist du jetzt? Noch einer von diesen elenden Mistkerlen? Nein, ich bin... Also, wer bist du? Rebecca vom Stars Alpha Team. Und du bist? Billy Cohn. Ist egal. Was machst du hier, Billy? Seh dich um. Das ist garantiert kein Hotelzimmer. Also, was denkst du? Eine Gefängniszelle für Gefangene. Gut erkannt. Aber bevor du jetzt Angst kriegst, ich bin kein mieser Typ, der irgendwas verbrochen hat. Nein! Hör zu, ich würde dir gerne glauben. Nein, du hörst zu. Mir wurde vor ein paar Monaten ein mehrfacher Mord angehängt. Aber ich war das nicht. Das beruhigt die Situation nicht. Ich war ein Söldner und auf einer Mission. Ein Unfall geschah. Ich konnte als einziger überleben. Irgendwas ist der Fall gewesen. Doch sie wollten mir die Sache anhängen. Dadurch bin ich untergetaucht. Trampuella hat mich letztendlich gekriegt und hier in diese Fabrik eingesperrt. Umbrella? Was haben die damit zu tun? Das ist ein Konzern für Medizin. Von wegen. Du hast ja keine Ahnung. Ich weiß so viel. Geheimnisse erfahren. Und das ist der wahre Grund, warum ich auf der Flucht war. Ich verstehe das alles nicht. Ich will nur zu meinem Team zurück und wissen, was das für Dinger in dem Zug waren. Was für Dinger? In welchem Zug? Ich und mein Team wurden zur Aufklärung in den Raccoon Forest geschickt. Doch bei der Sicherung des Gebiets... Ich verstehe schon. Den Anschluss zu ihnen verloren. Richtig. Ja, und dann habe ich diesen Zug entdeckt, der plötzlich losfuhr. Hierher und überall waren diese Dinger. Zombies. Das sind sie. Woher weißt du das? Schau sie dir doch an! Ich sagte doch, ich weiß zu viel. Ampulla hat ganz sicher keine guten Absichten. Im Gegenteil. Unterhalb der Spencer Villa haben sie ein Forschungslabor gebaut. Das Haus dient Umbrella als Tarnung. Was für ein Haus? Und wo ist es jetzt? Wo ist es? Das kann ich dir zeigen. Hier, ich habe eine Karte von dem Gebiet. Karte Hausroute aufgenommen. Raccoon Forest, Spencer Villa, Clay Mountains. Aha. Das Haus steht ganz in der Nähe von unserem Einsatzort. Und was genau forschen die in diesem Labor? Ein streng geheimes Projekt. Ein Virus, der aus Menschen das macht, was du höchstwahrscheinlich im Zug gesehen hast. Was? Ein Virus, der Menschen so diesen Zombies macht? Richtig, diese Messkerle. Ich muss zum Alpha-Team zurück und es ihnen berichten. Warte mal, das ist gefährlich, dorthin zu gehen. Und wie willst du dahin? Ich weiß es nicht, aber ich muss schnell zu ihnen, bevor sie in dieses Haus gehen. Es gibt einen Tunnel unterhalb der Fabrik. Durch diesen bin ich hierher gelangt. Es ist der sicherste Weg. Und wo ist der Tunnel? Ich zeig's dir. Folge mir. Ich schaue erstmal, ob ich hier was finde. Zum Beispiel ein Medipack. Und, ja. Jetzt habe ich die Türen geregelt. Will ich dahin? Muss ich dahin? Ich speichere nochmal. Ting. So. Hä? Nix da. Ich bin weg. Wie der jetzt an ihm vorbeigekommen ist, keine Ahnung. Da muss ich jetzt aber schnell sein. Ich kann keinen Treffer aushalten. Richtig? Moment. Ja. Das heißt, sobald ich durch die Tür drehte, muss ich mich nach rechts drehen und schießen. Hä?
Okay. Einmal hier durch. Hui. Hast du vielleicht ein Medipack dabei? Durch diese Tür müssen wir in dem Raum. Müssen wir. In dem Raum befindet sich der Tunneleingang. Ich hoffe, wir treffen nicht noch mehr von diesen Zombies an. Du machst dir Sorgen? Immerhin hast du eine Waffe bei dir. Aber keine Medipacks! Das macht die Sache nicht besser. Okay, genug Smalltalk. Wir müssen weiter. Ich gehe voraus. Oh Mann, ich will das nicht überleben. Wir sind fast da. Was machen die hier bloß? Keine Ahnung. Umbrella scheint diese Fabrik als Lagerhalle für ihre miese Forschung zu verwenden. Das Alpha-Team. Ich hoffe, sie sind nicht zu diesem Haus gegangen. Kann man nur hoffen. Na los, komm. Der Tunneleingang ist gleich da vorne. Die Stufen rauf und durch die Tür. Ladies first. Ach, noch ein Gentleman, was? Mann, mach dir jetzt keine Romanze rein. Ich weiß, dass die drauf geht. Nimm die nicht. Die stirbt bald. Billy. Reicht vollkommen aus. Na, der wird erschossen. Der stirbt. Hast du das gehört? Nein, was denn? Claras Creme ist aus der Wand. Tschüss, Billy. Billy! Verflucht. Wer ist das? Lauf, Rebecca. Renn weg. Nein, ich lasse dich nicht allein. Du sollst verschwinden. Na komm her, du Scheusal. Ja, so kann man einen Nebencharakter einfach mal töten. Hi. Keine Worte. Hat's da ein bisschen gefunkt? Ich kam durch den Tunnel der Fabrik, so wie es Billy sagte. Ich weiß nicht, ob er diesen Monstern kommen konnte. Aber ich musste das Alpha-Team finden und machte mich auf den Weg zum Haus. Ich weiß nicht, was mich dort erwartet. Der Tod! Und tschüss, meine Damen und Herren! Na, Teilgebiet Credits war die erste Alpha-Mission. Hä? Also, Moment, an der Stelle, wo der Chris gestorben ist, war doch eigentlich die Leiche von Pratt gewesen, oder? Hätte das nicht getauscht sein müssen? Heißt es vielleicht doch, dass der Chris irgendwo anders gestorben war? War er vielleicht der Inhalt der Badewanne gewesen, weil es ja so blutig war? Aber wie die... wie die Rebecca jetzt ins Haus gekommen ist und von den Krähen getötet worden ist, das hat man jetzt nicht gesehen. Hätte aber, finde ich, schön die Handlung abgeschlossen. Man geht halt doch nochmal ins Haus rein, untersucht all die Orte, ja. Es hätte vielleicht sogar erklärt, warum da diese Shotgun drin ist, weil, oder die andere Munition, weil halt die Rebecca die dabei hatte. Aber dann hätte sie ja der Chris nicht finden können. Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch, warum wir mit dem Chris eine Shotgun finden. Ja, obwohl wir die eher dann mit der Rebecca gebraucht hätten. Weil die hat jetzt viel mehr Spielzeit gehabt. So, also meine Damen und Herren, die erste Alpha-Mission ist abgeschlossen. Gute halbe Stunde. Also mit oder meinem Intro, ja. Und jetzt haben wir ein bisschen was gesehen aus der Sicht des Alpha-Teams. Also hauptsächlich aus der Sicht von der Rebecca. Wahrscheinlich könnte jetzt die zweite Alpha-Mission dann die Sicht aus Pratt oder vom Chris weitererzählen. Oder vielleicht vom Wesker, wie er vielleicht sogar seine Zombies rausschickt. Wer weiß, das finden wir heraus in der nächsten und finalen Ausgabe von Resident Evil Quatsch, weil danach habe ich alles gespielt. Jawohl, was dieses Spiel zu bieten hat. Und wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Und bis dann sage ich nur noch, ihr 93 Jovo, I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.